Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ach, Wörtner, schön, dass du da bist. So. Aber naja. Yep. Hier setzen wir uns mal nämlich gerade mal hin. So. Mal kurz Aufnahme stoppen. So, das passt ja. 30 Sekunden. Und ein langer Stau hinter mir, das gefällt mir. Die rein Silbergold. Was macht sie? Der Stau ist der Beste. Mensch, hast du den? Nö, ja. Kennst du dich ja aus? Nö. Was nicht, wovon die Rede ist. Justin, unser Staub. Justin, der Stauparadies. Genannt auch die Staufee. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich krieg gleich noch eine Gehaltserhöhung. Nö. Also von Gehaltserhöhung ins Minus. Naja. Bleib, musst du dich mit der Verdi kloppen. Nö, nö. Ich bin die Verdi. Ach du Scheiße. Kündigung ist raus. Nö, ich hätte es gerade gesagt, geilster Vergleich ever. Und Justin, ihr bekommt gleich eine Sonderaufnahme von dem, was ich meinte, okay? Gerne. Da freue ich mich doch gerne. Entschuldigung. Gut, dass die Musik mich da wach hält, ey. Ja, komm mal bloß auf, könnt schon wieder schlafen, ey. Es ist gerade, ich hab. Meine Freundin und ich, wir haben erstmal heute zwischen 3 und 4 haben wir erstmal gescheit Schlaf gefunden. Weil meine Freundin halt auch Kopfschmerzen hatte. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich hab am Wochenende eine Messi-Wohnung ausgeräumt, ne? Boah, Samstagabend. Da habe ich schon gemerkt, so, boah, mir kommt's gleich hoch. Justin hat dabei sich ausgerümpelt. Nee. Also, weißt du, manchmal habe ich ja auch schon so Zeiten, da schaffe ich es einfach nicht aufzuräumen. Mhm. So, weil ich einfach so viel zu tun habe und dann erst abends nach Hause komme und dann auch keinen Bock mehr habe. So, da sieht's bei mir auch aus wie eine Rümpelkammer, so. Da fliegt dann auch überall alles rum. So, das streite ich ja nicht ab. Aber wenn ich bis zum Knöcheln im Müll stehe, ist es bei mir der ekelhafteste Scheiß überhaupt. Da kommt es mir hoch. Bis zum geht nicht mehr. Das würde ich auch nicht haben. Sowas finde ich bodenlos ekelhaft. Ich meine, ich frage mich sowieso schon, wie es bei manchen Leuten packen, zum Messi zu werden, ne? Also. Das ist ganz einfach. Da muss im Leben mal was passiert sein, was dafür gesorgt hat. Ja, genau, genau. So ein Ding ist das einfach. Achso, okay, gerne. Gerne. Ich dachte jetzt, die zweite Discord-Aufnahme wäre jetzt von Arisch, von meiner Arbeitsrolle gewesen. Ja. Ja, aber das war so bodenlos ekelhaft. Also. Glaube ich dir. Es ist ja auch nicht einfach. Also, ich habe bei einer wirklich mitgeholfen. Wir haben uns wirklich, also eine Messi-Wohnung.
Einmal habe ich es gemacht, nie wieder. Boah, da lief mir auch ein Schauer über den Rücken, ey. Ja, natürlich läuft dir ein Schauer über den Rücken. Da habe ich abends so mit einer Freundin telefoniert, wir haben dann noch einen Film geguckt und so. Sagt die zu mir, warum bist du denn so ruhig? Ich so, geht nicht, kann nicht reden, so, ne? Aber dann wird angerufen. Er wird angerufen. Hallo, ich bin's, dein Kollege, soll ich weiterfahren? Hallo. Hallo. Na komm. Dass die immer so wenig fahren, ey. Ich muss ja. Alles gut, Tom. Gerne, also kannst du mir auch gerne mal so dein. Mal das Ergebnis sagen, was der Test ergab, weil sowas interessiert mich mal einfach. Und wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Montag, lass dich nicht ärgern. Und ja. Dann hoffe ich ja auf jeden Fall, dass wir uns dann auch morgen nochmal da wieder sehen, ne? Mal gucken, wenn's. Also am Donnerstag wollte ich ja. Oh ja, gerne, gerne. Also wie gesagt, vielleicht fahren wir am Donnerstag nochmal um sie. Weil ETS 2 habe ich ja schon geplant, aber Spezialtransport halt. Ich weiß halt nicht, wie lange es geht. Und am Donnerstag wird auch ein bisschen kürzer gestreamt. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil ich da noch was am Ausprobieren bin. Weil wenn morgen das mit dem GSX zum Beispiel nicht klappen sollte, ja, werde ich mich am Donnerstag nochmal da hinsetzen und das Ganze nochmal überprüfen. Ich brauche einfach dafür ein bisschen die Zeit. Ja, das ist halt. Und außerdem LS haben wir ja auch noch ein bisschen was vor. Milchviehbetrieb. Alles Roger? Jo. Dann WB. So. Hey, haben wir wirklich gleich schon wieder gleich 13 Uhr? Boah. Ja, ja. Das gibt's nicht, Leute. Was, wo geht denn die Zeit hin, ey? Wo geht denn die Zeit hin, ey? Manchmal habe ich echt so ein Schiss. Oder sagen wir mal so, ich habe manchmal echt Angst, ey. Dass die Zeit flöten geht, dass ich das auf jeden Fall irgendwas verpasst, ey. Cool, finde ich gut. Guck mal, alle gehen sie weg. Ich stehe da und alles verschwindet. Ich bin wirklich ein Busfahrer des Verschwindens. Ich muss auf Gartengeräte warten, das ist viel schlimmer. Wieso Gartengeräte? Ja, wir haben alles Gartengeräte, die Benzin sind. Achso, oh. Muss im Winter zwischendurch laufen lassen. Halt. Ach du Dich. Achso, ich hätte noch einen Wunsch für den C2, also für die Busse da. Die Tür, ja, dass die Türsteuerung, ne, dass wenn du nur nochmal die Türsteuerung drückst, dass sie direkt wieder aufgeht. Müsste sie aber eigentlich.
Achso, okay. Das ist ja nicht der Bus, wo ich da hab, aber ja. Aber am Donnerstagnacht wird auch nochmal gestreamt. Da dürft ihr euch schon mal drauf vorbereiten, ne? Da geht nämlich dann TS Train Simulator Classic und da werden wir ein wenig rangieren. Ich weiß gar nicht, ich habe da so viel Rollmaterial drauf geklatscht und auf einmal hast du hier durch einen Lukas hier 60 FPS, ey. Also da habe ich wirklich einen Fehler gemacht bei der Grafikeinstellung. Seitdem funktioniert das wunderbar, ey. Ich habe nie Probleme mit FPS. Ja, das ist halt, ich habe halt mehr. Ich möchte halt mehr vom Innenraum sehen, ja, oder von der Lok generell, als von dem, was draußen ist, die Details im Cockpit. Also das ist so typisch ETS und typisch FS9er, wegen der Cockpit-Ansicht, ne? Das war so mein Problem damals gewesen. Die Denkweise, ne? Aber jetzt so nach und nach kommt das schon alles, also. Man muss ja nur fragen. Und ich will auch die Woche noch ein bisschen gucken, dass ich mich noch mehr sportlich, naja, was ist sportlich, auch ein bisschen sportlich mich bewegen, so. Letzte Woche, das ist, boah. Das war echt Hammer. Vor allem, wie gesagt, wenn du einmal im Monat die Migräne, wo ich da hatte, 2 Tage außer Gefecht warst, weißt, das ist echt nervig, ey. Wenn Montag und Dienstag der beide nur einmal in Euro 6 und den EV Hydro läuft. Oh, cool. Also wenn die 2 Tage nicht wären, wäre auf Montag auf jeden Fall wieder Umsi gewesen. Ne? Also das wäre. Aber manchmal brauchen wir es halt auch mal eine Auszeit. Aber ja, so ist es halt. Aber ich hoffe bloß, dass das Teil für das Fanatec, für das Mozart eigentlich ankommt, ey. Boah, ich schwör, ich. Ja, Rennen ist Rennen, aber trotzdem, ich. Das fehlt mir so arg. Da will keiner mit, was ist denn los? Sonst stehen hier mal Leute bis zum geht nicht mehr. Schalt doch mal, Alter. Also manchmal da das Getriebe da. Ach, guck mal. Wir haben es ja gleich geschafft. Und wieder 3 Minuten Verführung drin. Finde ich geil.
Jawohl, da fällt einfach einer raus. Finde ich auch geil, Digga. So. Ach, die leben alle noch schön. Weißt du, was mir gerade auffällt, Justin? Ich habe nicht einmal vorgespult jetzt. Geil. Manchmal ist das echt schlimm. Oh ja. Eck ich diesmal nicht an. Oh, perfekt, nicht einmal eingeeckt, ey. So. Achso, ich hab Rot. Ich bin gleich wieder bei Rot rübergefahren. Na, was sieht man denn da vorne? Warte mal. Machen wir nochmal ein schönes Screenshot für Twitter und Facebook. Ich bin mal gespannt, wann diese Vorrichtung da unterwegs ist, ey. Da steht jetzt immer noch 17.11. um 18.33 Uhr habe ich bestellt, ey. Also entweder Dienstag oder spätestens Dienstag soll es eigentlich da sein, ey. Weil für mich heißt es dann nämlich wieder trainieren. Wird spannend, ey. Also. Moin Moin. So. Nächste Haltestelle. Dortmund Minute Mai.
haben sie wieder den Glasfaserausbau Ey, das gibt's doch nicht. Was machen die denn da? Was denn? Schon wieder storniert den Termin. Was soll das denn? Ist jetzt das dritte Mal. Dann würde ich den mal ordentlich vom Deckel hauen. Kannst du hier einen Glasfaseranschluss jetzt auch sonst wo hin spielen? Eine Tageskarte für eine Person hätte ich gerne. So. Haben die dann wenigstens einen Alternativvorschlag gesagt oder gebracht? Nö. Na super. Und dann werde ich da mal anrufen, dann immer die Meinung pfeifen. Ich meine. Ich habe schon wieder keine Freigabe bekommen. Naja. Begründung? Ja, keine Freigabe gekriegt. Für den Ausbau. Was gibt's da? Dabei haben sie die Freigabe vorliegen. Ich glaube, die wollen mehr Geld haben. Jetzt ist frech. Dreimal. Weil das sind dreimal Termine, wo ich nichts machen kann. Wo ich den ganzen Tag zu Hause warten muss. Mhm. Bis sie kommen. Das ist ätzend. Ja, ich weiß. Ich kenn's. Ich kenn das. Aber das ist Deutschland. Mhm. Weißt du, bei uns im Ort, wir haben jetzt noch ungefähr 10 Kunden mit Glasfaserkabel, die Anschluss bekommen, ne? Das sind sie weg. Das war's dann. Ja, das ist... Und nicht mal eine, und nicht mal eine Genehmigung gebraucht, ne? Zack, bumm, Batsch. Deswegen. Bei uns läuft es wie ohne, ja. Und auf der anderen Seite, ja, da stehst du. Ja. Aber gut, Freunde, das soll es auch erstmal da gewesen sein für die Folge jetzt. Danke fürs Zusehen, lasst mir gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Oder auch nächstes Mal dabei sein wollt. Und ja, auch da dir nochmal, Justin, danke, dass du dabei warst, ne? Jo.